Ich kann die Todesengel sehen. Sie blicken auf mich hernieder. Sie müssen mich geführt haben, denn wie hätte ich sonst die Pferde des Jungen so schnell aufnehmen können? Er macht sich auf in bewohntes Gebiet. Er muss verzweifelt sein. Er spürt wahrscheinlich schon, dass das Ende naht. An seinen Fußspuren kann ich erkennen, dass er verletzt ist und humpelt. Er ist verwundet und... mich beeilen. Keine Zeit, mich auszuruhen. Wir sind doch überhaupt nicht nicht verletzt. Aber egal. Finde Billy und führe ihn seiner gerechten Strafe zu. Herzlich willkommen zurück zu Call of Juarez. Wir sind wieder auf der Seite des Reverend. Von dem ich allgemein nicht so viel halte bis jetzt, aber guck mal, hier waren wir schon mal. Ja, du bist auch so ein Todesengel, mein Freund. Gut, wir haben immerhin die Sniper mit. Das ist hervorragend. Ich weiß gar nicht, wie das war. So konnte man beide gleichzeitig... Nee, ja, komm. Das wollte ich übrigens gar nicht. Also ich wollte nur einmal kurz gucken, wie es geht. Eigentlich will ich eher mit der hier rumlaufen, auch wenn die echt kaputt ist. Konzentrationsmodus wieder verfügbar. Ja, danke, ich weiß. Aua. Entschuldigung. Rostige Doppelläufige. Doppelläufige? Doppelläufige kann mir echt gestohlen bleiben. Komme ich da hoch? Ich glaube, ich komme da nicht hoch. Mann, verreck! Habe ich ihn erwischt? Ja. Perfekt. Ich kann sagen, gib mir nochmal Schnaps hier. Die, du Penner. Was für Billy hier auch alles so eng, kann ich mir gar nicht erinnern. Achso, ja doch, hier sind wir, okay. Wo bist denn du? Zack. Am Arsch, du Assi. Ja, wo stand da noch einer, ne? Ja, hier? Nee. Hier. Ich hätte echt gerne eine neue Flinte langsamer. Meine ist doch langsam echt hart im Ass. Dann bräuchte ich wirklich mal eine neue. Der war das da gleich, ja, da steht aber bisher nicht. Man kommt doch nicht mit einem Messer zu einer Schießerei. Entschuldigung. Idioten, ey. Richtige Idioten. Naja, was weiß ich schon.
Wahrscheinlich einfach ein ehrloser Wasser, dass ich die einfach dann hier knüppel, ne? Wer hätte damit rechnen können, Alter? Sehr schön. Die haben wir umgefeuert. Das hat mir gut gepasst. So. Wir haben ganz schön viel Munition verbolzt, möchte ich anmerken. Rostiges Gewehr, ja, aber besser als meins, ne? Weil das ist ja schon komplett im Arsch. Rostiger Revolver, ja, der kann gestohlen bleiben, schade. Gut, dann müssen wir hier runter. Freunde, ich hab den High Ground. Paar Schuss mehr gebaut, bis ich ihn getroffen hab. Servus. Okay, Musik ist wieder sehr entspannt. Dementsprechend ist jetzt wahrscheinlich nur noch hin und her rennen. Aber woher kamen eben die anderen Leute? Ja, man kann hier echt einfach runterspringen, Alter, okay. Damit habe ich nach dem ganzen Scheiß nicht mehr gerechnet, dass man irgendwo einfach runterspringen kann. Aber okay. Ich bin jetzt gespannt, wo der Reverend die 6 Leute oder die er eben im Schlepptau hatte, er hat. Er stand ja eben schon mit ein paar Leuten davor. Das haben wir ja gesehen. Wahrscheinlich findet er gleich einfach so eine Herde. So Pfarrer-Dinge. Just Pfarrer-Things. Ich weiß auch schon nicht mehr, wofür die Bibel war, zugegebenermaßen. Ich glaube für Zivilisten. Warum leben wir überhaupt noch welche von den Sackviechern? Seht zu, was ihr hört. Mit welcherlei Maß ihr messet, wird man euch wieder messen. Und man wird noch zugeben euch, wenn ihr dies hört. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu senden, sondern das Schwert. Bisschen Scheiße labern nebenbei. So, haben wir es jetzt? Da kommt noch was. Dreckviecher, ey. Servus. Bist du? Jens. Ich bin der Zorn Gottes und in meinen Händen halte ich sein Schwert. Ich suche einen jungen Mann namens Billy. Billy die Kerze. Du suchst nach... Hallo, mein Name ist Tom Manson. Das hier ist Stuart und das hier sind die McLeod-Brüder. Wir sind Texas Ranger. Für die Ergreifung des Burschen ist eine Belohnung ausgesetzt. Wir glauben, dass er sich auf dieser Ranch aufhält und mit Viehdieben zusammenarbeitet, angeführt von einem Mann namens Ferguson. Wir möchten Ihnen einen Besuch abstatten. Ich habe gehört, Ferguson hat eine Tochter. Jung, hübsch und... Halt die Klappe, McLeod. Padre, falls du mit diesen Schießeisen umzugehen weißt, wären wir für deine Hilfe sehr dankbar. Na dann los! Ich habe von einem Mann gehört, der die gleichen Waffen wie du tragen soll. Man sagt, dass man in die Augen des Todes blickt, wenn man ihm ins Gesicht schaut. Er soll aber kein Mann Gottes gewesen sein, sondern eher das Gegenteil. Wahrscheinlich sieht er jetzt schon die Radieschen von unten wachsen. Ah, nee, das waren wir wohl. Greife Billy und die Viehdiebe zusammen mit den Texas Rangern auf der Ranch.
Nun, sind wir viele, Alter. Aber warum sollen das Viehdiebe sein? Die haben doch hier nur ihre Gäule. Let's go. Aufpassen hinter dir. Ihr seid ja komplett nutzlos, Alter. Nicht wollten. Egal. Mich dann merken, von hinten anschleichen, überhaupt nicht funktioniert. Die Tür einfach abgeschlossen ist. Nehmen Frontier-Pistole. Ja, können wir jetzt hier rein wieder? Ich kam von hinten ja auch nicht rein, weil er abgeschlossen war. Also warte mal, was ist das hier? Nee, der ist scheiße. Also klar, jetzt habe ich keinen neuen Schüssigen mehr dabei, aber das wäre eigentlich auch egal. Okay. Verstehe ich nicht ganz, weil hier ist ja auch abgeschlossen. Wie soll ich hier irgendwo reinkommen, wenn hier überall abgeschlossen ist? Hä? Bin ich gerade lost? L? Ja, okay. Versuch dich von hinten anzuschleichen. Keine Ahnung. Also mag sein, dass ich lost bin, aber es kann auch sein, dass ich irgendwie die Türen aufknacken konnte mit ihm. Ich weiß es aber zum Verrecken nicht mehr. Einfach ein Besen. Da stehen HP, die hätte ich echt gerne. Jetzt stehen da auch HP. Ich werde gleich mal nachgucken, was ich hier machen muss. Weil so. Kein Schimmer, ne? Ich schau mal eben nach. Einen Moment. Mir ist es wieder eingefallen. Ich habe nämlich einfach mal in die Steuerung geguckt. Peng! Keine Bewegung. Waffen fallen lassen. Wo ist der? Das sind die beiden, okay. Ich loot hier aber mal erstmal nebenbei, ne? Als wir mit Billy hier waren, gab es hier nicht so viel Mädchen mehr. Ich kümmere mich um sie, Pate. Suche den Jungen. Mach ich. Da steht einfach eine Flasche Jack Daniels. Daniel Jackson oder so steht da drauf. Witzig. Loot ich jetzt hier noch oder gebe ich einen Fick darauf und sage, Alter, let's go.
Weiter geht's. Eigentlich loote ich noch, oder? Gut, dass wir die Räume hier unten einfach ignorieren. Komplett. Billy. Nicht weglaufen. Bleib doch hier, du Penne. Da ist ein Fenster gesprungen. Okay, schade. Warum war Mäuschen hier in so einem 12-Mann-Raum? Oh, guck mal. Zack, Entwickler. Sehr schön. Mich daran merken, ich könnte auf ihn schießen. Er ist jetzt nicht so weit weg. Idiot. Du siehst nicht mehr so gesund aus, ne? Oh, Billy hat die Scheune wieder angezündet. Was habt ihr mit meiner Molly gemacht, ihr Verbrecher? Ich werde euch töten! So, gehen wir nicht auf Eier. Zack. Okay, was hattest du? Du hattest eine schöne rostige Flur von dir. Okay, Müll. Wo bist du, du Penner? Billy. Kerzchen, Junge. Wenn Billy gut läuft, hat er gleich ein Pferd und wir nicht. Okay, da hinten ist ein Ausgang. Soll ich einfach da hin? Wo kommst du denn her? Durchaus. Alter, wie viele Schüsse will er eigentlich überleben? Hier nicht rein, okay. Junge, ey. Noch 15 Sekunden. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Okay, da hinten ist er auf jeden Fall. Habe ich noch so Augen verloren habe, oder weswegen habe ich wieder Zeit? Wie gut, dass wir ihn eben noch gehört haben, dass er mit uns gesprochen hat und jetzt aber immer so übel weit weg, ey. Will er die Brücke reiten? Ne, will er nicht. Heraus, dass der Ranch vor sich geht. Ja, die werden jetzt gerade brandschatzen und schänden. Ne? Also, was hast du erwartet, Bruder? Wir sind im Wilden Westen. Wo ist der Junge? Der Fluss hat ihn mitgerissen. Gott sei ihm gnädig. Such die Flussufer ab. Drinnen gab es Schwierigkeiten. Definiere Schwierigkeiten, mein Freund. Ihr habt alle umgebracht? Wir dachten,
du bist tot. Was geht hier vor sich? Sollen wir es ihm sagen? Wir sind keine Ranger, Reverend. Aber genauso wie du suchen wir auch den Jungen. Und warum habt ihr mich angelogen? Es kam uns sehr gelegen. Aber jetzt brauchen wir dich ja nicht mehr. Die Ranger sind getarnte Banditen, die dich benutzt haben und nun aus dem Weg räumen wollen. Besiege McLeods. Ja, aber dafür speichere ich eigentlich erstmal. Der Part ist schon zu Ende. Warte auf das Startsignal. Benutze anschließend die Maus, um die Pistole zu ziehen. Bewege die Maus nach unten, Pistole zu greifen. Bewege die Maus. Ja, kenn ich ja schon, ne? Was ist los hier? Sie haben meine Tochter mitgenommen. Oh mein Gott, Sie haben meine Tochter. Sie haben gesagt, du bist ein Viehdieb. Ich bin Farmer. Das hier ist meine Ranch. Bitte, ihr dürft ihr nicht wehtun. Sie sind unterwegs zum Fluss. Ohne Pferd sind sie nicht mehr einzuholen. Sie dürfen nicht entkommen. Du hast ja schnell den Löffel jetzt aufgegeben. Was habe ich getan? Ja, das hätte ja keiner rechnen können, ne? Jutti, ich würde aber sagen... wie es hier weitergeht, sehen wir erst beim nächsten Mal. Den kann ich nicht reiten. Scheiße, den kann ich reiten. Drehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis dahin. Tschüss.